Conrad und George Hamilton. Zwei Weltstars in einem Film, der sich zum Orkan entwickelt. Born to Kill. Ein Todeskommando mitten in der Karibik. Tag, ich bin Mr. Smith und Mr. Smith. Wir bilden auf drei Gebieten aus. Erstens Konditionstraining und Selbstverteidigung. Zweitens Waffenkunde in Theorie und Praxis. Und drittens Spezialtraining. Wir nennen diese Übung Leben oder Tod. Sie erinnern sich langsam wieder, hm? Sowas vergisst man nie. Ich würde genauso handeln wie Sie, wenn es mein Kind gewesen wäre. Wir kriegen diese Kerle endlich. Du machst dir ein schönes Leben. Und das mit unserem Geld. Immer mit der Ruhe, Freunde. Linkst du mich aber zum dritten Mal, dann wirst du mich nie wieder linken. Zwei Männer, ein Ziel. Born to Kill. Zwei Väter fordern Gerechtigkeit für ihre toten Kinder. Marina Island. Ich bin der Pilot. Ich fliege euch hin und wieder zurück. Aber ich lande nur einmal. Sie haben was übersehen. Wir gehen da rein. Wir gehen rauf auf 12.500 Fuß, damit man unten unseren Motorenlärm nicht hört. Sie öffnen dann ihre Fallschirme bei 500 Fuß. So vermeiden sie ein etwaiges Abdriften. Das heißt, auf den Mann dressierte Dobermänner, einen 12 Fuß hohen Hochspannungszaun, eine Flutlichtanlage und last but not least die vorhin schon erwähnten schwer bewaffneten Wachposten. George Hamilton, Robert Conrad. Zwei Männer, ein Ziel. Born to Kill.